Herzlich willkommen zu Let's Play Train Simulator 2015 und damit einen guten Tag. Ingolstadt ist erreicht. Lassen Sie bitte die Passagiere einsteigen. Ihre Abfahrt ist um 16.58 Uhr. Fahren Sie dann nach Nürnberg. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h. Gute Fahrt. Das ist mal wieder ein typischer eine typische Angabe von richtig GBE, ehemals Wizard. Und wir fahren auf Ingolstadt, Nürnberg mit dem Intercity Express T der Baureihe 411. Und gibt es eigentlich jetzt noch mehr zu sagen? Zurzeit glaube ich eigentlich nicht. Nein, nicht, dass ich wüsste. Außer, dass ich das falsche Licht angeschalten habe. Jetzt ist das richtige Licht an. Die Aufgabe dauert so circa 30 bis 40 Minuten. Ne, eigentlich nur 30 Minuten höchstens. Und wir fahren eine Höchstgeschwindigkeit von, man hat es gelesen, 230 km/h. Warten eigentlich nur noch auf unseren Abfahrtspfiff, damit es endlich losgehen kann. Und hier kommt auch schon unser Kollege rein. Hallo ICET. Einmal winken bitte. Und tschüss. Und wir dürfen abfahren. Schauen wir mal raus. Passt alles. Und wir fahren los. Auf geht's nach Ansage Nürnberg. Nee, nach Nürnberg Hauptbahnhof. Oh ja, die Heimatstadt Frankens. Das Herz Frankens. Und gleich mal eine SIFA-Zwangsbremse bekommen, obwohl ich noch rechtzeitig die SIFA bestätigt habe. Das ist mal wieder mal typisch ich. Wenn entweder ich schlafe oder ich habe vergessen, dass ich die SIFA angemacht habe. Eins von beiden muss es sein. Kann natürlich auch beides sein. Ich freue mich jetzt irgendwie. Endlich mal wieder SFS. Nein. Schnellfahrstrecke. Yay! Ach du Scheiße, warum... Ach so, jetzt gibt das Teil uns wieder Wechselblinken. Ha. Also wie ihr seht, das läuft hier schon mal richtig gut an. Wir bekommen die ganze Zeit hier Störungen. Normalerweise würde ich jetzt halt sagen, Leute, das Teil muss in die Wartung. Da passt irgendwas nicht, aber ihr kennt ja RSC, ne? Und genau, es hat jetzt DTG. Da, als sie das noch rausgebracht haben, war es noch RSC. Ist nicht gerade wirklich das Netteste hier. Das netteste Gefährt, meine ich jetzt. Also, super gut fahren, damit kann man bestimmt nicht. Aber es reicht für diesen wunderschönen Simulator oder für dieses wunderschöne Spiel aus. Weil Simulator kann man das hier schon nicht mehr bezeichnen. Toll. Folgenummer, was weiß ich was. Wir machen ein bisschen DTG runter. Und ich habe mir auch ein paar Videos von Trends on New Area. Ja, ich glaube, so heißen die. Angeschaut. Also nicht so heißen die, sondern so heißt das neue Spiel von Trends. Was ja irgendwann mal im Februar, Ende Februar kommt es raus, genau. Und da freue ich mich auch schon drauf, das mit euch ein bisschen abzufahren. Mal in den Editor reinzuschauen, obwohl er sich jetzt eigentlich kaum unterscheidet. Ist halt so wie ganz normal in Trends, ne? Bisschen was zu bauen vielleicht.
Ja. Wird recht witzig. Und ist ja auch nicht mehr weit hin. Ihr seht, die Strecke ist total scheiße begrünt, daher ruckelt das hin und wieder mal. Schönen guten Tag und willkommen im ICE. Wir begrüßen die in Ingolstadt Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im ICE 1522 auf der Fahrt von München Hauptbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof sowie im ICE 1602 auf der Fahrt von München Hauptbahnhof nach Berlin-Gesundbrunnen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Bitte beachten Sie, leider verkehren heute beide Zugteile in umgekehrter Wagenreihungen. Die Wagen der ersten Klasse finden Sie in beiden Zugteilen am jeweiligen Ende des Zugteils. Wir möchten Sie an dieser Stelle noch auf unseren gastronomischen Service aufmerksam machen. Im Wagen 26 und im Wagen 36 befindet sich jeweils ein Bordrestaurant. Dort erhalten Sie eine große Auswahl an heißen und kalten Getränken sowie heiße und kalte Speisen. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Nürnberg Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunft dort um 17:30 Uhr. Wenn Sie Fragen haben, helfen mein Team und ich Ihnen gern weiter. Bitte beachten Sie, dass Informationen zu Anschlusszügen erst kurz vor Eintreffen an den Bahnhöfen gegeben werden können. Beachten Sie außerdem, dass ein Wechsel zwischen beiden Zugteilen während der Fahrt nicht möglich ist. Oh, wie nett. Das war jetzt eine schöne Ansage. Beide Zugteile verkehren in umgekehrter Wagenreihung und dann gibt's auch noch kalte Speisen. Ja, ich hätte einmal eine kalte Speise. Was wäre das denn? Keine Ahnung, weil der Kuchen ist komischerweise auch warm. Also gibt es bei Ihnen überhaupt keine kalten Speisen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist aber böse. Heiß- und Kaltgetränke, ja. Weiß ich. Aber heiß- und kalte Speisen. Oh, wie cool. Na, wie wär's mit ein Stück Kuchen am Nachmittag? Schauen Sie doch mal vorbei ins Bordrestaurant. So muss man das sagen. So muss man Werbung machen. Oder haben Sie Lust auf ein wunderschönes Gericht jetzt zur Mittagszeit? 12 Uhr ist. Okay, hier ist 17:03 Uhr. Also, haben Sie wunderschön Lust, genau. Haben Sie denn Lust nicht auf ein wunderschönes Gericht zum Abend? Dann kommen Sie in unser Bordrestaurant, essen Sie dort, was weiß ich, was es gibt. Heute haben wir im Angebot das und das. Und danach können Sie ja zum Nachtisch sogar noch zum Sonderpreis ein Stück Kuchen bekommen. Dazu noch ein Glas Bier. Oder Glas Wein. Besser gesagt, ein Glas Wein. So macht man richtig Werbung für ein Bordrestaurant. Nicht so, bitte beachten Sie das. Ja. Und bitte beachten Sie das. Ja. Und dann dachte ich, endlich ist vorbei. Und dann kommt. Bitte beachten Sie das. Und dann denke ich mir, nein! Vielleicht sollten wir hier auch irgendwann mal rumgeistern mit einem München-Nürnberg-Express. Mit halt in Ingolstadt-Nord, Kinding, Altmühltal und Allersberg. Der, wie war das genau noch, genau genommen nochmal? Genau. Der schnellste Regionalexpress Deutschlands. Dafür auch der hässlichste und der überfüllteste. Und der wenig kapazitätenste. Und man könnte, was kann man noch mit Stell sagen? So ein Schwachsinn. Obwohl, am Wochenende, ja, da ist er total voll. Und unter der Woche bin ich mit ihm auch gefahren, da ist er eigentlich fast leer. Der Fahrplan der SFS, der hat sich auch kaum geändert. Also wenn ihr irgendwann mal zu SFS gehen wollt, ein bisschen, wenn ihr so verrückt seid und ein bisschen Eisenmann filmen wollt. Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Fahrt einfach hin und filmt die Scheiße. Ich fahre sie lieber nur. Hier, schaut. Geh über Ansage Nürnberg. Das finde ich irgendwie immer schön. Ansage Nürnberg. Das hört sich so cool an. Oh, Ansage Nürnberg. Wir müssen dahin, ey. Yes, baby. Yes.
Eine Kurve, ein Gleisbogen in. Bei der Eisenbahn gibt es ja keine Kurven, sondern Gleisbögen, ja? Das hat man ja immer falsch gesagt. Hat man mir aber auch nie gesagt. Weil es einfach nur blöd ist. Für viele Leute ist es einfach nur eine Kurve und Ende. Ihr könnt hier auf der Strecke auch Züge beobachten. Die fahren einfach an einem HP0 vorbei. Warum? Einfach. LZB, der ist mir das Signal scheißegal. Wir fahren linienförmig. Wir fahren nach dieser Linie da, was die Linie uns da sagt und was dieser Rechner da uns sagt. Also auf gut Deutsch, nach dieser Anzeige, nach diesen Meldern und nach dieser Linie auf den Gleisen. Da kommt schon der nächste Tunnel. Hey! Achso, das sah jetzt aus. Ich glaube, das war jetzt wirklich weng verbuggt. Oh, da war der Tunnel irgendwie Tunneltrennstelle oder was? Muss aber ausgeschildert sein. Eine Tunneltrennstelle, das gibt es in der Realität nicht so, nur so zur Info. Also daher, das ist mal wieder typisch DTG. Ja, DTG sage ich schon. Ach, GBE heißen sie. Ehemals Wizard, ehemals Blue Sky Interactive. Ehemals richtig guter Add-on-Hersteller von Microsoft Train Simulator. Und PTP2. Ich könnte irgendwie Werbespots machen. Haben Sie Lust auf eine total langweilige Strecke? Möchten Sie nicht zu Hause rumsitzen und gar nichts tun? Dann kaufen Sie sich jetzt den Train Simulator 2015. Dieses Spiel hat's in sich. Aufgrund einer richtig schlechten Grafik kommt das Spiel sogar noch besser an. Es sieht aus wie ein Zeichentrickspiel aus einem Comic-Video. Das ist meine Meinung zu TS 2015. Haben Sie Interesse, dieses Spiel zu kaufen? Dann rufen Sie jetzt an. Die Nummer ist die 0000100. Wir sind immer für Sie da. Ihre Service-Hotline. Warum habe ich eigentlich im Tunnel den Scheibenwischer an? Kann mir das mal jemand sagen? Das ist doch echt die blödeste Idee, die ich jemals hatte. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich fahre nur, ich schau auf die Strecke raus, obwohl noch nicht mal das muss ich machen, es sei denn, es will sich irgendjemand umbringen. Und ja, den Rest macht ja die LZB für mich. Und irgendwann schmiert die LZB ab. So, wir kommen jetzt nach Kinding-Altmühltal. Schaut euch an, da ist nämlich überhaupt gar nichts, außer zwei Tunnel, ein paar Signale. Ein Bahnsteig und ein Haus. Und das steht ja in der Realität. Und das war's auch schon wieder. Dann geht's in den nächsten Tunnel. Also, mit dem München-Nürnberg-Express wären wir jetzt ab 28 Minuten unterwegs. Jetzt bin ich ganz, 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 ganz kurz aufgehalten worden. Ganz kurz, ganz blöd. Immer im Video, immer im Video. Ja, das kann doch nicht sein. Das regt mich gerade auf. Ganz ehrlich.
dass man mich immer unterbrechen muss und dann muss ich immer alles neu aufnehmen. Und dann hat man einfach irgendwann mal keine Lust mehr und deswegen kommen so wenig Videos hoch, wisst ihr das? Weil man mich immer unterbrechen muss. Immer stürzt irgendjemand rein. Irgendwann brauche ich noch so ein rotes Schildchen, wie im Radiosender, wenn im Studio jemand online ist, dann ganz rot blinkend on air. Und zwar blinken bei mir, nicht, dass es die ganze Dauer leuchtet. Nein, es muss blinken, damit es auch jeder sehen kann. Jeder Vollidiot, der mich stört. So, das war jetzt der Ausraster des Tages. Jetzt geht's weiter. Also, liebe Freunde, wir fahren gerade durch einen Tunnel Richtung Nürnberg Hauptbahnhof auf der SFS Ingolstadt Nürnberg. Was natürlich auch richtig schön wäre, aber ich hoffe, das kommt nicht von GBE. Das wäre die Strecke Ingolstadt-Treuchtlingen-Nürnberg. Das ist nämlich auch eine richtig, naja, Strecke. Oh, da geht's aus dem Tunnel raus. Naja. Vielleicht hört man im Hintergrund irgendwelche gequietschenden und Hintergrundgeräusche, aber da kann ich jetzt auch nichts für. Ich werde mir auch irgendwann mal ein neues Mikrofon zulegen, ein Studiomikrofon, da möchte ich nicht wissen, was man denn alles im Hintergrund hört. Ja. Genau, ich hab's mir schon zugelegt. Kommt nur drauf an, auf die Zeit, wann es kommt. Die Autobahn. Ja, da haben sie halt stehende Fahrzeuge drauf, ne, wie ein PTB2. Nichts bewegend. Sie haben sich ja Mühe mit der Sache gegeben, aber sie können es halt immer noch nicht. Mal schauen, wie das Elbtal dann wird. Das kommt ja dann auch raus. Da habe ich ehrlich gesagt schon richtig Panik, wie bei uns das wird. Elbtal. Oh Gott. Es wird eine Sache, Leute. Vor allem, wie lange die dafür gebraucht haben für die Strecke. Ich glaube, 1,5 Jahre, bis das Ding da mal rauskam. Oder mehr als 1,5 Jahre, es war ja schon davor angekündigt, da war es ja noch Wizard. Ne? Und dann hat es ja angeblich GBE übernommen, obwohl es die eine und dieselbe Firma ist. Die denken auch schon, sie können uns verarschen, ne? Nach Strich und Waden. Ja, wir sind alle dumm, wir wissen nicht, dass GBE davor Wizard war. Dann haben sie das auch noch auf ihrem Titelbild, auf ihrer Website. Dann sagen sie, naja, die Züge können ja auch von was ganz anderem sein, ne? Denke ich mir nur, Leute, seid ihr blöd? Haltet ihr uns für blöd oder so? Denkt ihr wirklich, ihr könnt euch mit euren Scheißlügereien rausreden? Natürlich sind das eure Fahrzeuge, weil ihr davor Wizard wart. Nein. Sind ja ganz andere Leute. Ganz andere Leute. Freut man sich schon richtig. Hey, sie verarschen uns mal wieder. Wie heißen sie denn jetzt? Oh. Trains Rush. Und jetzt haben sie schon wieder ihren Namen geändert. Jetzt heißen sie auf einmal Run Train. Oder Riding on a Train. Passt auf, das ist zwar ein Lied, aber irgendwann werden die noch so heißen. Heißt auf einmal GBE Riding on a Train. Also ROT. Da heißt es nicht mehr GWE, sondern ROT. Hallo ROT. Oh, schon wieder eine neue Strecke. Das Elbtal, das kommt bei ROT raus, gar nicht bei GWE. GWE gibt es dann nämlich gar nicht mehr, wenn das Elbtal mal rauskommt. Wahrscheinlich wird es so rauslaufen. Und dann machen sie auch wieder so blöd, es gibt kein GWE mehr. Ah, GWE. Von wem ist denn das? Nürnberg Ingolstadt, total scheiße. Dafür ist dann Dresden schöner genauso scheiße. Das Elbtal ist bei uns in die so
Das arme, schöne Elbtal. Da muss man ja nur hier rausgucken, dann kriegt man schon einen Brechreiz. Im Hintergrund sind Leute die ganze Zeit beim Kotzen, ne? Ganz normal. Hier kommt eine Autobahnbrücke. Ah, wir sind jetzt gleich bei Allersberg. Naja, dafür, dass es am Anfang so schrecklich grausam und grauenvoll und grauenhaft lief, ist doch jetzt eigentlich eine richtig gute Sache geworden. Zwei Zwangsbumsungen hintereinander. Normalerweise hätte ich den Fahrdienstleiter Bescheid sagen sollen, ja, du mich hat's hingelegt. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe eine Fahrzeugstörung. Ich kann mich hier jetzt eigentlich nur zurücklegen, muss nur die Ziefer betätigen und den Scheibenwischer, wenn wir aus dem Tunnel fahren, und obwohl den kann ich ja auch anlassen, ne? Dann bin ich total faul. Scheibenwischer bedienen ist sehr wichtig. Das habt ihr gar nicht gewusst, ne? Das ist eine Heidenarbeit. Dafür werde ich bezahlt, um den Scheibenwischer zu bedienen. Man muss ja immer entscheiden, wann wird der Scheibenwischer angemacht, wann wird er ausgemacht. Das ist halt wichtig. Wenn man das mal nicht weiß, dann kann man was falsch machen. Hier regnet es ja gar nicht mehr. Ja, dann fahren wir eine Runde zurück, ne, von Nürnberg nach Ingolstadt. In einem weiteren nächsten Let's Play. Weiteren nächsten, genau. München-Nürnberg Express über Allersberg, Kinding und Ingolstadt Nord nach Ingolstadt Hauptbahnhof weiter zur Weiterfahrt nach München Hauptbahnhof. Oh, wie viele Leute da stehen. Ich habe ja gesagt, MNI. Überfüllung ist grenzenlos. Ja, aber jetzt lassen sie ja auch am Wochenende, also Freitag und Samstag, lassen sie jetzt halt, so eine Art Verstärkerzüge fahren. Fährt ja dann wirklich jede Stunde ein Zug über die SFS. Mal schauen, was die LZB zu meckern hat. Gar nichts. Und die haben das eigentlich schon recht gut geregelt und bekommen das auch in den Griff. Damit die Züge jetzt nicht mehr so überfüllt sind. Kommt halt immer darauf an, ne? Man kann ja nicht für jeden seine Extrawurst machen und jeden einen einzelnen Zug stellen. Ein einzelner Wagen mit einer Lok wäre eine totale Ressourcenverschwendung, also muss man auch wirtschaftlich denken. Da kam gerade der MNE vorbei. Es geht nicht so einfach. Hey, ich brauche mal noch einen Zug. Genau gesagt, ein Wagen und eine Lok, weil der Zug da ist überfüllt. Ja, warte mal, stellen wir den gleich hin. Ruf mal die Transportleitung Regio an. Hey, habt ihr noch ein paar Züge? Nö, sind alle weg. Warum? Weil wir keine Extrawurst brauchen. Damit kann man 30 Minuten auch voll quatschen. Wenn es über diese SFS hier geht. Schaut euch mal die Bäume ringsrum an. Das ist doch nicht schön. Es ist okay, ja, aber
Diese Baumwand da hinten, die habe ich noch nie gesehen in der Realität. Noch nie. Und ich habe noch nie gesehen, weil die haben ja am Anfang, haben sie ja für die Strecke eine Demo rausgebracht. Ich habe noch nie gesehen, dass man eine Demo für eine Strecke rausbringen muss. Das macht doch RSC auch nicht. Hey, also Digi jetzt. Hey, guck mal, wir bauen diese neue Strecke. Ihr könnt sie mal testen per Demo. Allgemein. RSC hat eigentlich, also DTG jetzt, hat eigentlich jetzt vom Preis her, machen sie eigentlich genau das gleiche wie PTP2 damals. Eine Strecke nach der anderen raus, extra Zugvolumen raus, obwohl für die Lok, du musst der einzelne Lok sogar extra kaufen mit 13 Euro, da war PTP2 ja noch viel besser. Ja. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Will halt jeder sehen, ne? Aufgrund. Ja, aufgrund dieser wunderschönen Grafik, die TS2015 angeblich haben soll, wo ich eigentlich manchmal denke, wenn ich so durchfahre, was glaubt ihr eigentlich? Was denkt ihr eigentlich? Was spielt ihr für Spiele eigentlich, damit ihr das wirklich als wunderschöne, tolle Grafik bezeichnen könnt? PTP2 kann man jetzt auch nicht besser nennen, aber mal gucken, wie Trains a New Area rauskommt. Wie gesagt, die Bilder, die sehen richtig schön gut aus. Die Trailer dazu, also der Trailer dazu, den ich mir angeschaut habe auf Amazon.de, der ist auch richtig gut und soll wir auch wirklich, ich würde sagen, fast annähernd dieselbe Qualität wie TS2015, wenn nicht sogar noch viel besser. Jetzt muss ich mal gucken, wann hier LZB Ende kommt. Nur so zur Information, da hinten geht es irgendwo zum Rangierbahnhof nach Nürnberg. Nicht nur irgendwo, das ist das Gleis, das zum Rangierbahnhof führt. Und dann geht es da zum Nürnberger Rangierbahnhof. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Instrumente schauen, wegen den Leuchtmelder LZB Ende, damit wir hier auch keine Zwänge bekommen. Nicht schon wieder. Genau, dahinter geht es zum Rangierbahnhof, Leute. Schaut es euch mal an. Vielleicht kann man da irgendwann mal hinterfahren. Wer weiß. Und nun erreichen wir die wunderschöne Metropole Nürnberg Hauptbahnhof, Metropole Nürnberg Hauptbahnhof, genau, Metropole Nürnberg. Einmal klicken reicht, glaube ich. Erreichen wir Nürnberg Hauptbahnhof voraussichtlich am Gleis 6. In Nürnberg Hauptbahnhof findet eine Zugteilung statt. Bitte beachten Sie, der erste Zugteil mit den Ordnungsnummern 21 bis 28 verkehrt von Nürnberg aus über Würzburg, Hanau, Frankfurt am Main, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Solingen, Wuppertal, Hagen nach Dortmund. Der zweite Zugteil verkehrt von Nürnberg aus weiter in Richtung Berlin-Gesundbrunnen über Erlangen, Bamberg, Lichtenfels, Saalfeld, Saale, Jena-Paradies, Naumburg,
Leipzig, Bitterfeld, Lutherstadt, Wittenberg, Berlin Südkreuz und Berlin Hauptbahnhof. Sie haben in Nürnberg noch ausreichend Zeit, die Zugteile zu wechseln. In Nürnberg bestehen außerdem weitere Reisemöglichkeiten zum Regionalexpress Richtung Neustadt-Waldnaab mit Zugteil nach Schwandorf. 17:36 Uhr aus Gleis 17, Regionalexpress in Richtung München Hauptbahnhof über Neumarkt, Regensburg, Landshut. 17:36 Uhr aus Gleis 12, Regionalbahn in Richtung Neustadt-Aich. 17:39 Uhr aus Gleis 14, Intercity nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Arnsbach, Crailsheim, Stuttgart. 17:39 Uhr aus Gleis 15, sowie eine Regionalbahn in Richtung München Hauptbahnhof über Schwabach, Roth, Treuchtlingen, 17:39 Uhr aus Gleis 8. Und ein Regionalexpress nach Würzburg Hauptbahnhof über Fürth, Erlangen, Forchheim, 17:41 Uhr aus Gleis 4. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Nürnberg aus- und umsteigen, und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Der Ausstieg in Nürnberg befindet sich in Fahrtrichtung links. Achten Sie bitte auch auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Und das war's zu Let's Play Train Simulator 2015 noch nicht, denn wir müssen ja noch rein in den Bahnhof fahren. Kommen hier einer Meinung nach der anderen, dass wir zu schnell fahren. Ja, toll. Tut mir leid. Ich will nicht gerade wirklich auf 100% auf Schnellbremsung gehen. Also muss man das auch verstehen können. Liebes kleines Spiel. Total verbuggt und doof. Ja. Eine DKW. Jedenfalls sieht man in Transa New Area auch die Weichenstellung. Also die Stellung der Weichen sieht man da total genau. Ich habe, wie gesagt, ein Video davon gesehen und Fotos davon. Und die neue Engine, die wird es bestimmt auch machen. Ich frage mich bloß, ob PTP2 Add-ons darauf funktionieren. Ich glaube eher nicht. Ich kann es ja mal ausprobieren mit irgendeinem Add-on. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Jedenfalls kommt das Ganze raus Ende Februar. Ich glaube 20. bis 30. 30. Februar gibt es ja auch, ne? 20. bis... ja, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel. 28. Februar. Jetzt habe ich vergessen, wie viele Tage der Februar hat, oh Gott. Naja, jedenfalls danke ich euch mal wieder, dass ihr zugesehen habt, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr auch, was ihr zu tun habt. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt oder euch die bisherigen Videos gefallen haben, genauso wie dieses, dann könnt ihr mich ja auch abonnieren. Und ihr könnt auch, indem ihr auf meinen wunderschönen Icon klickt, also, oder genau gesagt, auf die Schrift neben mein Icon, wie mein Kanal, also mein Kanalname, dann könnt ihr auch sehen, was ich alles so für Videos auf meinem Kanal habe, was ich so alles für Projekte zurzeit laufen habe. Ist eigentlich nicht viel, zurzeit Portal 2 und halt die Eisenbahnsimulationen. Und die Türen wollen nicht aufgehen. Das ist ja klasse. Wisst ihr was, jetzt müssen wir noch eine Runde zurückziehen hier. Ich kann die Tür nicht öffnen. Jetzt. Okay, typisch GBE natürlich mal wieder, ne? Nein, du kannst nicht ganz vorfahren. Du musst unbedingt hier vorne halten. Weil wenn du ganz vorfährst, dann ist ja der Zug ganz am Bahnsteig. Das geht ja gar nicht, ne? Man muss ja die Fahrgäste unbedingt so aussteigen lassen, damit sie hinten in den letzten zwei Wagen noch einen wunderschönen Beinbruch bekommen. Naja, das ist typisch GBE halt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn es mal wieder heißt Let's Play Train Simulator 2015 oder PTP2 oder Portal 2 oder etwas ganz anderes. Ciao.